Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen ein kurzes Reading. Mir ist das Video leider gerade abgestürzt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Deswegen liegen hier gerade schon ein paar Karten auf dem Tisch. Den Rest mische ich gleich mit rein. Vielen lieben Dank an alle, die an meinen Geburtstag gedacht haben. Ich habe da ganz viele Glückwünsche bekommen über Facebook und Instagram und freue mich sehr. Ich habe einen ganz tollen Tag gehabt, ganz easy. Morgens war ich ein bisschen einkaufen, mich für den Tag vorbereitet. Danach habe ich nachmittags lange gebadet und ja, das alte Jahr losgelassen und neue Energien reingeholt. Und später war ein Freund bei mir, mit dem habe ich dann eine Flasche Champagner getrunken. Und danach habe ich ein Ritual mit meiner Hexe in Brasilien gemacht. Und ja, holla die Waldfee, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist wie, als wäre ich in einer komplett anderen Dimension gewesen. Ich habe nur noch wirklich also so ganz kleine Bruchstücke. Ich werde das die nächsten Tage rausbekommen, was wir dann da genau gemacht haben. Also ich vertraue ihr hundertprozentig. Also von daher bin ich da jetzt nicht irgendwie ängstlich, dass wir irgendwas herbeigeschworen und raufgezaubert haben, was nicht in mein Feld gehört. Wir haben das Ritual natürlich vorher abgesprochen. Und ja, das war also sehr beeindruckend. Und ich glaube, das heftigste Ritual, was ich jemals in irgendeiner Form veranstaltet habe. Ich habe selber auch in einem Feuermandala gestanden. Ich habe das hier zu Hause vorbereitet und ja, das war sehr, sehr heftig. Und also mir geht's gut. Ja, ich kenne diese ganzen Dinge ja schon und brauche jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Integrieren. Und ja, danach geht's mir meistens ganz gut mittlerweile. In den Anfängen war das nicht der Fall, weil einfach viele Dinge an die Oberfläche kommen. Und mittlerweile bin ich so professional, dass ich, glaube ich, nicht mehr irgendwie so lange damit zu tun habe, bis sich das alles integriert. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt hier ein kurzes Reading, beziehungsweise wenn ich kurz sage, wird es dann doch meistens ein bisschen länger. Wir haben jetzt hier schon ein paar ganz tolle Karten auf dem Tisch liegen. Die Zentralkarte, die als erstes fiel, war die Karte A Blessing on a Friendship. Ja, das ist, hier geht es darum, dass es einen Segen auf die Freundschaft gibt. Also gerade was Liebesangelegenheiten angeht, man muss sich immer mal Gedanken machen. Ja, wenn man jetzt nur irgendwie Geliebte oder Liebender ist, da gehört noch viel mehr mit rein. Also im besten Fall ist man wirklich befreundet miteinander, kann alles austauschen, geht Hand in Hand zusammen durchs Leben, wie man das eben mit Freunden auch macht, ja, dass die immer für einen da sind. Und ich glaube, das ist ganz toll, wenn man jemanden an der Seite hat, ja, wo es eben auch diesen Segen darauf gibt, dass hier Freundschaft auch da ist. Ja, das ist also nicht nur irgendwie dieses totale Verliebtsein und dieses Liebespaar, in welcher Form das jetzt auch immer stattfindet, sondern eben, dass Freundschaft da ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da legen auch viele Wert drauf. Wir haben hier Einhornenergie, ja, die kommt mit Segen und die Holde Maid. Wir haben im Hintergrund Sonnenenergie, das kann also auf die Sommersonnenwende hindeuten, muss aber jetzt nicht unbedingt, zeigt aber auch eben, dass Sonne kommt, dass Licht kommt. Wir haben als zweite Karte Help from Above, finde ich sehr schön. Also einmal Solarenergie, einmal die Mondenergie, die weiblichen und männlichen Energien, die sich hier in irgendeiner Form miteinander verbinden. Help from Above ist natürlich eine tolle Karte, die zeigt, dass es hier ja, Hilfe von oben gibt. Ja, ob das jetzt das höhere Selbst eurer Flamme ist, ob das Spirits sind, die hier mit einherwirken. Es gibt ja verschiedene Ebenen, wo eben auch verschiedene Spirits arbeiten, seien das jetzt Geister, Engel, irgendwelche Heiligen, ja, die dort mitarbeiten. Okay. Wir haben hier auch die Harfe. Könnte natürlich sein, dass über das Höhere selbst Lieder kommen. Hauptsächlich, ja, viele von uns sind damit verbunden. Es können auch neue Lieder sein, die jetzt kommen. Fühlt einfach mal in euch rein. Das wird zur richtigen Zeit am richtigen Ort auftauchen. Und natürlich spricht diese Karte auch von Synchronizitäten. Also von Zahlen, von Liedern, von Namen, von, das können Autokennzeichen sein. Also Synchronizitäten können alles Mögliche sein. Es gibt auch welche, die nur zwischen euch stattfinden. Ja, womit andere überhaupt gar nichts anfangen können. Das ist dann halt auch was ganz Besonderes. Und hier wird eben gesagt, dass es auch freundliche Wesen über die andere Ebene gibt, die mithelfen, ja, damit das Ganze hier in die nächste Runde reingeht, in den Aufstieg reingeht. Wir haben die Karte Fertility, also die Karte der Fruchtbarkeit. Und hier geht es also ja nicht nur darum, fruchtbar zu sein. Also wir haben hier die Fruchtblase mit dem kleinen Baby. Ja, das ist noch nicht ganz fertig, das ist aber auf dem Weg. Und hier kommen also ganz
Ja, kraftvolle, kreative Energien zutage, mit einem unheimlichen Potenzial und Initiationsenergien, die hier stattfinden. So Initiationen, das kann gut sein, dass es hier jetzt von Spirit, also von ne, guten Spirits, die um euch herum sind, Initiationen gibt. Ja, die gar nicht weltlich sind, die direkt aus der Quelle kommen, direkt aus der Source kommen, direkt von Spirit kommen. Ob das jetzt über die Traumebene ist oder ob ihr das in der Meditation empfangt oder das kann tagsüber auch passieren, wenn man diese DNA-Upgrades und Downloads und so weiter bekommt. Das werden viele von euch kennen. Das sind Initiationsenergien. Ja, also wie gesagt, das kann sein, dass hier auch ein bestimmter Spirit auf euch zukommt, um mit euch zu arbeiten, jetzt gerade in der nächsten Zeit. Okay, also haltet da mal die Augen und die Öhrchen offen. Und natürlich kann es auch sein, dass jemand auf der 3D-Ebene auftaucht, also ich sage jetzt mal so als Mensch, ja, um euch praktisch da in irgendeiner Form in etwas reinzuführen, was mit Initiationen zu tun hat. Ja, also für die, die sich angezogen fühlen, da wird definitiv jemand auftauchen. Hier haben wir auch wieder Yin und Yang, ja, also durch die Acht oben ausgedrückt, Solar- und Lunar-Energien, die männlichen und weiblichen Energien, die hier praktisch in die Vereinigung reingehen, damit etwas Neues entstehen kann, damit etwas geboren wird. Ja, und wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt ein echtes Kind sein. Das kann auch sein, dass es hier ja darum geht, diese Union vielleicht auch mal irgendwie auf die Welt zu bringen. Ja, dass es da eine Ankündigung gibt, was das Ganze angeht. Was wichtig ist, ist, dass ihr euch erdet. Ja, also wir haben die Karte Erde, Earth, eines der großen Elemente, beziehungsweise Feuer, Erde, Wasser und Luft und Spirit haben wir. Und ja, das Element Erde, das wird oft irgendwie in irgendeiner Form vernachlässigt. Ja, die Erde nährt uns, die Erde gibt uns das, was wir brauchen. Ja, für das alltägliche Leben, also ob das jetzt irgendwie Geld, Essen oder was auch immer ist, es ist eine Energie, die mit Gesundheit auch einhergeht. Hier wird empfohlen, barfuß zu laufen, tatsächlich mal Spaziergänge zu machen, Erdungsarbeit zu betreiben durch Meditationen. Das kann also durchaus möglich sein. Aber es können auch so ganz profane Dinge sein, wie sich einfach mal um die Pflanzen zu kümmern, die man zu Hause hat. Okay? Also wer keine Pflanze zu Hause hat, schafft euch eine an, weil die bringen echt Leben in die Bude rein. Die sorgen für einen guten Sauerstoff und ja, also Pflanzen sind ganz, ganz toll, sind halt auch Lebewesen und also es sieht ganz anders aus, wenn man eine Pflanze hat so und ja, hier wird wie gesagt empfohlen, Erdungsarbeit zu machen, gerade in dieser Initiationszeit, ja, weil wenn kosmische Energien runterkommen und Initiationen stattfinden, da kann einem manchmal irgendwie, also können einem die Löcher aus dem Käse fliegen und dann schwebt man so hoch in der Luft, dass Schwierigkeiten da sind, sich zu erden. Vor einer Union zum Beispiel ist es auch ganz wichtig, in Erdungsarbeit reinzugehen. Viele scheitern daran, weil sie nicht geerdet sind, weil man so sehr in 5D unterwegs ist, dass man 3D vernachlässigt, ja, und dann halt keine Bodenhaftung mehr hat und plötzlich auf einmal wieder in der Separation drin ist, obwohl man in die Union reingehen wollte. Also sowas kann passieren. Das ist mir auch schon passiert. Ich weiß, wovon ich rede. Deswegen ist das mit dem Erden so unheimlich wichtig und ihr habt hier gerade wirklich ganz viel Hilfe. Ja, auch vielleicht vom höheren Selbst eurer Liebe. Das kann natürlich auch gut sein, ja, dass da eben eine ganz starke Verbindung jetzt ist momentan. Und ja, ihr einfach mal darauf achten sollt, was euch entgegenkommt. Wir schauen jetzt mal hier in diese Karten rein. Das ist übrigens mein eigenes Deck, was ich entworfen habe. Gucken jetzt mal, was gesagt werden soll. Manchmal dauert es einfach mit dem Mischen, Leute.
Also wir haben einmal das Thema der höheren Sphären. Das ist das, wovon jetzt gerade gesprochen wurde. Ja, wir haben na, diese Hilfe von oben und dass das na, auf einer freundschaftlichen Ebene unterwegs ist. Wir haben praktisch so diese Geburt, diese spirituelle Geburt, die da ist, bis das Ganze auf der 3D-Ebene manifestiert ist. Das Element Erde zum Beispiel ist das langsamste Element von allem. Das braucht einfach, weil es halt um die Manifestation auf 3D geht. Ja, und ja, von daher muss man manchmal einfach ein bisschen Geduld aufbringen. Also man kann das Korn irgendwie nicht schneiden, bevor es fertig ist, weil sonst na, schmeckt das Brot einfach nicht oder was man auch immer damit anstellen möchte. Und hier geht gerade voll was in den höheren Sphären ab. Ja, das ist die 5D-Ebene, die 6D-Ebene, also es geht noch weiter nach oben, ja, und wir sind auf der 3D-Ebene, auf der 4D-Ebene manifestieren wir und auf der 5D-Ebene spielen sich halt Twin Flames ab, ja, und aber es geht, wie gesagt, noch höher, also es kann gut sein, dass jetzt hier ne, durch Engel-Ebenen und so weiter, dass da eben praktisch diese Hilfe unterwegs ist. Wir haben jetzt das Thema der Lehrstunde, ja, es mag sein, dass das jetzt für einige, wie gesagt, darum geht, etwas zu verstehen, etwas zu integrieren, etwas zu lernen, vor allen Dingen auch, ich habe ja hier von dieser Initiation gesprochen, die kommt. Ob das jetzt über Träume ist oder ob das jetzt im Real Life ist oder wie auch immer, ob ihr jemanden trefft, der euch bei der Initiation hilft, das mag bei jedem etwas anderes sein, aber hier gibt es eine Lehrstunde. Ja, vielleicht auch das ein oder andere Alte abzulegen, was einfach nicht mehr zu euch gehört. Ja, also viele von euch, wenn ihr mal zurückguckt, irgendwie, was die letzten 2 Jahre war, was die letzten 3 Jahre war, wie ihr vor 3 Jahren wart, habt ihr einfach eine Weiterentwicklung durchlebt. Und da darf man die einen oder anderen Dinge tatsächlich ablegen. Ja, praktisch wie so ein Mantel, um in neue Energien reinzukommen und um dieses kreative Potenzial zu nutzen, was hier in dieser Lehrstunde mitgeteilt wird. Wir haben die Karte Tag. Ja, also am Tag scheint meistens die Sonne, außer wir haben jetzt ein paar Wolken irgendwie davor. Das nutzt den Tag, ja. Und das sind gute Energien, die hier nur über den Tag verteilt werden. Das kann natürlich auch für viele eine bestimmte Zeit andeuten, über den Tag, ja, dass man da irgendwie drauf achten soll, was einem entgegenflattert. Das könnte also nur durchaus möglich sein, dass dort Synchronizitäten auftauchen bei einigen, die in der Nacht unterwegs sind. Das gibt's ja auch. Wird das dann wahrscheinlich dann sein. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, die Karte Trag, die einfach natürlich auch eine gute Zeit ankündigt, ja, was das Ganze angeht. Ja, und sich tagsüber, wie gesagt, auch zu beschäftigen, anstatt vielleicht einfach nur auf dem Sofa rumzuliegen und nichts zu machen. Also nutzt die Stunde, nutzt die Gunst der Stunde. Ja, euch vielleicht auch mit den ein oder anderen neuen Dingen auseinanderzusetzen. Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir, ich interessiere mich für die Akasha-Chronik. Das war immer mal so ein Thema, was ja so schwelend im Hintergrund irgendwie gelaufen ist, aber ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt. Aber jetzt ist so ein Zeitpunkt irgendwie, wo ich sage, so, yo, ich würde sogar eine Ausbildung machen oder nicht. Also, ne? Ich habe mich jetzt schon umgeguckt in den letzten Tagen irgendwie, was, wie und wo. Werde mich dann einfach für den für mich richtigen Lehrer entscheiden, für mich richtigen Kurs entscheiden, wann ich das einfach mache. Also es kommt jetzt in den nächsten Monaten und ja, das sind einfach so Dinge, die ihr mitnehmen sollt, ja, für euch selber eben. Auch ob das jetzt irgendwie, das muss dann ja nicht ja der Akasha-Chronik sein. Das kann auch sein, dass ihr irgendwie lernen sollt zu backen, zu kochen oder irgendwie zu nähen. Ja, also das ist für jeden etwas Unterschiedliches und wie gesagt, nutzt diese Stunde. Wir gucken jetzt mal, was das höhere Selbst eures Counterparts euch sagen möchte. Ui, die ist mir aber jetzt entgegengeflogen. Okay. Ich muss nochmal eben auf den Boden. Die Distanz zwischen uns beiden bringt mich um.
Also hier sind definitiv einige von euch in der Separation und es ist auch mit Distanz, ja. Euch soll hier gesagt werden, dass also euer Counterpart auf jeden Fall leidet darunter. Ja, dass es vielleicht einen Cut gab, dass ihr momentan einfach nicht miteinander kommuniziert und dass hier jemand leidet, ja, was das Ganze angeht. Und euch wird auch gesagt, mit den Karten, die jetzt hier davor lagen, das ist auch eine Lehrstunde für euren Counterpart, was jetzt hier gerade passiert. Und man ist sich freundlich gesonnen. Ja, das ist also auch ganz wichtig zu wissen und das mit einzubeziehen. Ich habe Angst davor, mit dir in Kontakt zu gehen. Also was auch immer bei euch jetzt da passiert ist, ob das jetzt gerade war, ob das vor einer ganzen Zeit war, ne, einige haben ja auch schon länger keinen Kontakt miteinander, da ist vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ist man wütend gewesen, hat gesagt, ich will dich nie wiedersehen oder irgendwie was auch immer, hat das voll durch die Matrix durchgeschickt. Und das kann natürlich gut sein, dass das jetzt immer noch in irgendeiner Form sitzt, ja, und dass man hier unter den Nägeln knabbert und nicht genau weiß, soll ich nicht. Und ja, hier ist, ne, sagt jemand, ne, diese Distanz zwischen uns beiden, die bringt mich um. Ich habe aber auch Angst, in den Kontakt mit dir zu gehen. Ja, also wenn Seelen sich verbinden, gerade über die Herzensebene. Ja, das ist diese Herz-zu-Herz-Kommunikation, wenn das Herzchakra glüht, wenn man aufgeht, wenn man voll in Love ist, dann hat Zeit und Raum spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das behindert auch nicht die Kommunikation. Also hier geht es um Kommunikation. Hier möchte jemand auf euch zukommen, möchte gerne irgendwie so den Rahmen mal abchecken. Ihr habt Hilfe von oben. Das ist freundlich, was hier passiert. Also hier kommt jetzt nicht jemand, der sich mit euch streiten möchte. Das soll sehr geerdet stattfinden. Und deswegen müsst ihr euch erden. Das ist das, was ich gesagt habe, ja. Hier wird jetzt etwas geboren. Hier geht jetzt in eine Union rein, in etwas Neues rein. Und hier wird ein Kontakt zustande kommen. Aber noch sind Ängste da, ja. Und deswegen ist es so wichtig, Freundschaft über die 5D-Ebene auszustrahlen, in dieses morphogenetische Feld einzufüttern. Ja, weil auch euch wird geholfen. Wenn ihr mit dieser Liebe und diesem Freundschaftlichen dran geht, wird Spirit dafür sorgen, dass das auf der anderen Seite auch ankommt und dass jemandem hier die Ängste genommen wurden. Ja, je nachdem, also bei einigen von euch sind ganz traumatische Geschichten passiert, die ja, aus einem Past Life an die Oberfläche kommen, wo man sich gar nicht erklären kann, was, ne, man gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Und das geht beiden so. Ja, und hier möchte jemand kommen. Okay, ja, und sie wird auch gesagt, dass wir gerade über dieses morphogenetische Feld, wir müssen uns über die Herzensenergien miteinander verbinden, damit ich mich sicher fühlen kann, damit wir hier kommunizieren können. Gib mich bitte nicht auf. Ja, das ist aber süß. Okay. Ja, vielleicht sind das auch Botschaften, die jetzt hier, ne, von Spirit an euch weitergeleitet werden über Songs und alles Mögliche. Manchmal liest man ja auch im Vorbeifahren irgendwie Sätze, ja, die irgendwo an die Wand geschrieben sind. Also so Graffitis und so weiter. Das kann auch ganz interessant sein. Die ist falsch im Moment. Ja, ich habe meine Gefühle für dich ganz lange unterdrückt. Das ist eine Runner-Karte, ja. Also hier spricht ein Runner. Hier sagt jemand, ich habe Angst, mit dir in den Kontakt reinzugehen. Die Distanz zwischen uns beiden bringt mich um. Und ich habe meine Gefühle unterdrückt für eine ganz lange Zeit, ja, weil ich damit irgendwie nicht umgehen konnte. Je nachdem, wie gesagt, was hier passiert ist. Das Ganze wandelt sich aber jetzt. Ja, weil wie gesagt, Freundschaft mit dabei ist, die Hilfe von oben ist mit dabei. Hier soll etwas entstehen, die höheren Sphären sind hier, um euch zu helfen. Und das ist eine Lehrstunde gewesen. Ja, bitte gib mich nicht auf. Und was haben wir noch? Ach so, hier. Einen Moment. So. Wir werden in diesem Leben zusammen sein, aber du musst dich auch auf dich fokussieren. Das ist auch wichtig. Wir dürfen uns selber nicht komplett verlieren. Und wir sollen auch nicht irgendwie sitzen und abwarten, ja, so den Platz für jemanden freizuhalten. Das sollte so oder so sein. Weil wenn wir den Platz mit jemand anderem besetzen, wird das Ganze irgendwie mega schwierig. Ja? Dann schiebt man das immer weiter vor sich hin. Das Ding ist aber, dass wir uns selber auch lieben sollen. Ja, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Macken, mit all unseren Kanten.
Also ich weiß auch, ich spreche auch oft von, geht in die Heilung rein. Es gibt vielleicht einiges, was ihr verändern könnt und sollt an euch, je nachdem. Aber das heißt nicht, dass ihr schlechte Menschen seid. Ja, also das soll man sich auch vor Augen führen. Das ist nicht so, dass man irgendwie sich komplett für jemand anderen verändern soll. Ihr werdet, sorry, oh, das Räucherstäbchen, das bringt mich gerade um. Ihr werdet geliebt, wie ihr seid. Ja, und den Fokus auf sich selber zu richten, das ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht. Das ist auch etwas, was in der Lehrstunde drin ist. Das heißt jetzt nicht, dass ihr irgendwie zu totalen Egoisten verkommen sollt und ja, weiß ich nicht, ne, ins narzisstische Feld einsteigen und so weiter. Aber sich selber zu lieben, ja, da hat man direkt eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn man in einer Opferhaltung ist oder irgendwie im persönlichen Drama voll unterwegs ist, etc. Wir holen jetzt noch mal ein paar andere Karten. Twin Flame. Also diese Person ist dein Spiegel. Ja, das ist, warum diese Connection sich so heilig anfühlt. Twin Flame. Ja, ganz toll. Ich wusste gar nicht, dass die in diesem Deck dabei ist. Und das ist einfach eine Konfirmation. Ja, und dieses Spiegeln, das ist nicht so, wenn es dem einen gut geht, geht es dem anderen schlecht. Das ist genau das Gegenteil. Das geht uns nämlich gleich, weil wir eins sind. Ja, wenn der eine traurig ist, dann ist der andere auch traurig. Deswegen ist es auch so wichtig, hier in diesen, was hatten wir denn hier, mit diesem, den Fokus auf sich selber zu richten, dass es euch gut geht. Und wie gesagt, das geht jetzt nicht darum, irgendwie total ins Ego einzusteigen. Ah, oh, ich kümmere mich jetzt nur noch um mich selber und alle anderen können mich mal am Arsch lecken. Also darum geht's nicht, sondern in die Selbstliebe einzutauchen. Ja, und je mehr ihr strahlt, je mehr ihr euch selber liebt, je mehr ihr irgendwie auf Hey, Friendship und ne, ich nehme das jetzt alles an, auch wenn es manchmal hart ist, auch wenn es eine Lehrstunde ist, aber Divine Feminine und auch Divine Masculine wissen, dass das hier eine Initiationspassage ist. Ja, dass hier ein Ritus stattfindet, dass man wieder aufeinander zugehen kann, weil beide etwas gelernt haben. Das finde ich ganz toll. Und wie gesagt, Twin Flame ist halt auch diese Konfirmation. Ja, dass diese Beziehung ist heilig. Das ist heilig. Das ist von Spirit zusammengeführt. Ja, und da kann man machen, was man will. Wir müssen und wir sollen auch da durchgehen. Also wir sollen diese Erfahrung, auch wenn es zwischendurch total hart ist und man echt nicht mehr weiß, irgendwie was los ist und ob man nicht irgendwie besser von der Brücke springt oder was auch immer, das ist trotzdem eine heilige Erfahrung, ja. Und das ist dazu da, damit Heilung passieren kann, damit wir in die Ausheilung gehen können. Und wir haben jegliche Hilfe von oben. Bittet auch um Zeichen. Ja, für die, die sich so ein bisschen verloren fühlen jetzt gerade, die höheren Sphären sind da. Ja, und das ist nicht so, dass man dann ne, ja, in einem Monat irgendwann mal ein Zeichen bekommt. Das geht relativ schnell. Also bei mir passiert das innerhalb von einem Tag bis zu 3 Tagen. Und ich brauche eigentlich gar nicht drum zu bitten, weil ich ständig Synchronizitäten habe. Ich brauche nur rauszugehen. Und schon läuft mir irgendwas über den Weg, was wichtig ist. Also ohne, dass man danach sucht. Okay, das ist auch ganz wichtig, weil da kann man nämlich auch ganz schön hysterisch werden. Deswegen bittet darum, dass euch Zeichen gegeben werden. Ja, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Oder vielleicht auch auf dem Holzweg. Das kann auch sein. Manchmal rennen wir auch in die falsche Richtung. Ja, und dann sagt Spirit, stopp, aufpassen und jetzt ganz genau hingucken. Willst du das wirklich? Ja, also das ist wichtig, weil Spirit führt und leitet uns. Wir sollen darauf vertrauen. Ja, also, ne, das, geil. Ja, also, ne, eure Flamme sagt euch, ich triggere deine Wunden. Ja, für den Grund, damit das in die Heilung reingehen kann. Und es ist auch deine Verantwortung, diese Dinge zu heilen. Also man kann nicht immer sagen, oh, meine Eltern sind schuld und der ist schuld und blablabla. Also da kann man sich herrlich dran aufhalten und dann sitzt man mit 80 Jahren noch da und meckert irgendwie, weil alle anderen schuld sind an einer schlechten Kindheit und so weiter. Ich weiß, dass das bei einigen der Fall ist, dass da irgendwie ganz schlimme Dinge passiert sind, aber wir sind erwachsene Menschen und müssen selber die Verantwortung übernehmen, diese Wunden zu heilen. Und unser Twin kommt und triggert uns im Grund und Boden. Und genauso ist es andersrum.
Ja, deswegen ist das manchmal so schwierig. Deswegen geht man in die Separation, um herauszufinden, was da wird, ne? Also den wahren Grund herauszufinden, um sich dann einfach die Zeit nehmen zu können, in die Heilung reinzugehen. Das geht nicht darum, dass ihr nicht geliebt werdet. Ja, das ist genau das Gegenteil, weil, ne, jemand, der sich um seine Heilung kümmert, der geht in die Selbstliebe rein. Und das ist natürlich auch, ne, also nicht Respekt zollen, aber damit zeigt man auch jemand anderem, dass einem daran gelegen ist. Ja, und das ist das Ding, und das müssen viele, viele erkennen. Und man kann halt irgendwie, wie gesagt, herrlich in der Opferrolle unterwegs sein. Das passiert hauptsächlich Divine Feminine, dass da ständig irgendwie, ja, Tränen fließen und man heult. Und ich will da jetzt auch nichts irgendwie Schlechtes drüber sagen. Also ich heule selber seit Jahren, okay? Also ich bin auch mit im Boot. Nur irgendwann muss man halt auch sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür und heile, was es zu heilen gibt. Ja, und das ist wie Zwiebelschalen, dann bis man zum wahren Kern kommt. Und da seid ihr super. Ja, und das, ne, manchmal haben wir einfach Verhaltensweisen an uns, die wir übernommen haben oder die halt irgendwie durch Geschehnisse im Leben entstanden sind. Ja, aber die gehören einfach nicht zu uns oder nicht mehr zu uns. Und deswegen sollen wir die ablegen. Ja, also, bis du jemanden komplett gehen lassen kannst, können sie nicht zurückkommen. Ja, was auch immer passiert. Praktisch wird hier gesagt, dass du niemanden verlieren kannst, der sowieso zu dir gehört. Ja, und der laut dem göttlichen Recht deins ist. Das ist ein bisschen konträr der Satz, ja. Also auch mit diesem Gehen lassen und so weiter, das ist, ne, da muss man auch aufpassen. Das heißt nicht, dass man jemanden komplett aus dem Leben rausschmeißen soll, weil dann wird es schwierig, ne, für jemanden zurückzukommen. Ja, das haben wahrscheinlich einige auch irgendwie vielleicht auch auf eine brutale Art und Weise versucht, ne, von wegen, ja, ich verschränke jetzt die Arme und ich gehe auf gar nichts mehr drauf ein. Deswegen hat diese Person hier nämlich auch Angst zu kommen. Ja, weil hier vielleicht auch Ablehnung irgendwie durch das Feld gestrahlt wurde. Und da, wie, ne, wie gesagt, Ängste da sind. Unser höheres Selbst braucht oder gebraucht Nähe und Distanz, um die Dinge an die Oberfläche zu triggern, die uns voneinander fernhalten. Auch sehr weise, ja. Das ist auch etwas, worüber man nachdenken soll. Weil wie gesagt, eure Twin Flame, liebt euch. Ja, ihr werdet so geliebt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, und das höhere Selbst kommt, um, wie gesagt, diese Dinge an die Oberfläche zu triggern, ne, in der Union, hindern. Und einfach dafür sorgen, dass man wieder in die Separation reingeht. Deswegen nutzt diese Separationsphasen und seht das nicht als Bestrafung von eurem Twin an, weil die eben auch durch diese Lehrstunden durchgehen. Also hier steckt sehr tiefe Weisheit drin, ja, mit dem, was euch gesagt wird. Wir ziehen jetzt mal eine Engelkarte. Michael, Erzengel Michael, mit dem Thema Geduld. Habt Geduld. Ja, Liebe ist geduldig. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Tag, eine Woche oder ein Jahr dauert, ist letzten Endes egal, weil wenn jemand sich auf die Heilung konzentriert und hier reingeht, ja, und ihr zieht eure Twins mit in die Heilung rein. Ja, wenn sich einer um diese Heilung kümmert, ich weiß, dass viele sagen, oh, warum muss ich das denn jetzt alles machen? Euer Twin zieht mit, das ist mit dem Höheren selbst abgestimmt. Und ihr könnt hier mit Erzengel Michael arbeiten. Und schaut mal, hier ist auch praktisch, ne? Hier ist so eine Pyramide, die sich öffnet, die mit dem Kosmos verbunden ist. Das ist praktisch jetzt dieses Sterntor, was offen ist für euch, ja, wo eben auch diese Initiationsenergien durchkommen. Gebt euch selber auch ein bisschen Zeit, um das Ganze zu integrieren. Und ihr könnt hier, wie gesagt, mit Erzengel Michael arbeiten. A, an dem Thema der Geduld und B, natürlich, ja, auch an Heilung. Ja, also Michael ist ganz stark und ist unter anderem übrigens auch für Twin Flames zuständig. Also das haben wir auch, dass dieser Engel gerade dazu da ist, um Energiebänder zu durchtrennen, die nicht mehr zu uns gehören, uns in Heilung reinzubringen. Ja, also der ist auch sofort da, wenn wir den rufen. Was soll noch gesagt werden?
Ja, Angriff. Also irgendwas ist hier bei den einen oder bei den anderen, was mit Angriff zu tun hat. Ja, vielleicht fühlen sich die einen oder anderen angegriffen, in die Ecke gedrängt. Das könnte gut möglich sein, weil wir hatten ja hier auch ne, so ein paar von diesen Karten, die etwas in der Richtung angedeutet haben, dass sich eine Person nicht traut, weil sie vielleicht auch Angst davor hat, angegriffen zu werden. Also die hier noch mit Aggressionen zu tun haben, ja, und hier noch so ein Trigger da ist, der einfach auf Abwehrhaltung auch da ist oder hier das Schwert sogar auspacken lässt. Denk da bitte noch mal drüber nach, weil so kann jemand nicht kommen. Ja, das soll freundlich sein. Das soll Freundlichkeit soll ins Feld gestreut werden. Nur dazu muss man in die Lehrstunde reingehen und das Ganze in die Ausheilung bringen. Ja, süße Erlösung. Das ist das, was euch versprochen wird. Ja, geht in die Vergebung rein. Ja, legt dieses Schwert mal nieder. Also man kann, wie gesagt, auch jemanden so fertig machen, dass er sich gar nicht mehr traut irgendwann. Und das haben wir jetzt hier. Ja, also ich meine, das heißt jetzt auch nicht, dass ihr alle böse seid. Nein, dem ist nicht der Fall. Aber manchmal wird man halt sauer. Also ich kenne es von mir selber. Ich habe auch schon so krasse Wutanfälle gehabt, irgendwie, die mit meinem Twin zusammenhängen. Der Arme. So, muss ich sagen. Und letzten Endes muss ich jetzt auch wieder drüber lachen, weil ne, das so krass gewesen ist. Aber ne, also Lachen ist auch die beste Medizin. Also wer so weit ist und sagen kann, okay, ne, wir lachen das Ganze jetzt ne, mal weg, ohne sich darüber lächerlich zu machen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, okay? Mach das bitte nicht, ja. Aber drüber zu lachen, ne, das hebt direkt die Energien nach oben. Ja, und hier haben wir süße Erlösung. Das ist, wonach sich beide sehnen. Lasst diese Trigger auch zu. Ja, also ihr sollt eure Wut jetzt auch nicht unterdrücken und auch nicht Angst oder Trauer und so weiter. Ihr müsst euch da durcharbeiten und fragen, wo kommt das eigentlich wirklich her? Ja, und meistens hat das den Ursprung ganz woanders. Ja, und Spirit leitet uns dahin. Also die sind freundlich uns, ne? Also jetzt gerade hier sehr freundlich gesonnen, was das Ganze angeht und helfen eben auch über die andere Ebene mit. Ja, das einzig Wahre ist die Liebe. Wende deinen Blick ab vom Problem und hin zur Liebe. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Aber das ist etwas, was euch hier mitgegeben wird. Konzentriert euch auf die Liebe. Ja, und nicht immer nur irgendwie auf das Problem und warum und wieso und weshalb ne, sich jemand nicht meldet und so weiter. Wir haben ja hier diese Erklärung gehabt. Da hat jemand Angst, ja, dass es hier Angriffe gibt. Dann setzt man sich damit auseinander, was triggert mich denn so, dass ich so angriffslustig bin und so, vielleicht auch so auf Abwehr unterwegs bin, dass jemand anders gar nicht irgendwie sich traut zu kommen. Wenn ihr das ausgeheilt habt, ja, dann kann das hier auch, wie gesagt, klappen. Schaut, dass ihr euch erdet. In der Zeit, ja, das ist ganz wichtig und schaut eben, wie gesagt, auch hier auf diese Initiationsenergien, die da sind. Ja, damit etwas Neues geboren werden kann, damit man in eine neue Phase reingeht. Wir sind dazu angehalten, bessere Menschen zu werden und wie gesagt, auch die Verantwortung für die Dinge zu übernehmen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ja, wir können nicht immer, wie gesagt, den Finger nur auf alle anderen richten und meinen, wir sind irgendwie die Engel und so weiter. Wir sind bestimmt Engel, aber ja, manchmal auch mit einem B davor. Und wenn man sich dann dabei erwischt, dann putzt euch die Flügel und guckt, dass ihr, wie gesagt, dann euer Licht strahlen lasst und auch auf eure Wunden. Das ist auch ganz wichtig, weil die sollt ihr nicht mit euch rumschleppen, euer ganzes Leben lang, sondern eben, wie gesagt, in die Ausheilung bringen. Meine Lieben, ich drücke euch von Herzen alles Liebe und Gute und bis bald. Bye bye.